Moin Moin. Finanzkrise, daraus lernen und vorbereitet sein. Ja, während der Finanzkrise 2008 haben sich die meisten Anleger in Deutschland zurückgezogen. Also die haben quasi ihre Aktien mit herben Verlusten verkauft, um einfach wirklich irgendwann wahrscheinlich einfach ruhig zu schlafen und nicht mehr mitverfolgen zu brauchen, wie das Depot immer weiter schrumpft und schrumpft. Nur eine kleine Gruppe davon hat das überstanden und davon, wirklich nur wenige Prozente, haben sogar noch in der Zeit nachgekauft. Ja, und wie kann man jetzt daraus lernen und wie darauf vorbereitet sein? Da habe ich hier einen Beitrag heute verfasst. So, dann gehen wir mal darauf ein. Gehen wir mal gleich zum ersten Punkt, die Chance bei einer Krise. Und zwar, denn die Krise am Markt bietet wirklich auch Gelegenheiten, günstig, gute, solide Unternehmen für einen Schnäppchenpreis zu kaufen. Also sagen wirklich so Sommerschussverkauf, oder wie man das halt nennt, teilweise bis zu 50% reduziert. Und da kann man ruhig mal so ein solides Unternehmen auch aufkaufen, also halt die Aktien davon. Und durch diesen Aufkauf, also durch diesen günstigen Investment, wenn die dann wieder steigen, hat man wirklich natürlich einen größeren Gewinn. Und daraus einfach diese Finanzkrisen oder dieser Crash oder die Dotcom-Blase damals im Jahr 2000, das sind einfach Zeitpunkte, wo man wirklich günstig einkaufen kann und das wirklich für den späteren mittelfristigen Investment-Horizont entscheidend ist. Ja, und um da einzukaufen zu können, bräuchten wir quasi eine Liquiditätsreserve. Und zwar habe ich das hier mal auch notiert. Also man sollte immer eine Cash-Reserve haben, um in solchen Fällen halt zugreifen zu können. Auch bei Marktkorrekturen oder halt bei diesen Krisen, was ich gesagt habe, bei diesem Crash. Ja, denn wenn man keine Reserve hat und die Krise kommt, kann man nicht handeln, und das ist natürlich dann bitter. Da muss man einfach zusehen, dass das Depot immer weniger wert ist und man kann da gar nicht handeln. Also man kann nicht mal mitmachen und sich die Unternehmen weiter ins Boot mit reinnehmen. Und deswegen bräuchte man einfach auch Cash-Reserven. So, ich für meinen Teil habe hier mal eine aufgeschrieben. Die Liquiditätsreserve beträgt derzeit 30% für die Krisenzeiten und ca. 10% für Marktkorrekturen. Ja, und das Ganze auf das Portfolio Kaufwert oder auf Portfolio kann man halt dann sehen, wie man möchte. Bei mir ist es halt auf meinem Portfolio Kaufwert, habe ich mal so durchgerechnet. So ungefähr liegt das zurzeit bei mir. Ja, dann Investitionszeitpunkt. Und zwar, wenn man natürlich jetzt die Kurse, die fallen, und dann sollte man natürlich nicht komplett seine ganze Reserve schon mal in die Aktien investieren, weil man weiß nie, wie lange hier wirklich so ein Bärenmarkt wirklich andauert. Und deswegen kann man sich natürlich das Ganze über einen Sparplan helfen, dass einfach monatlich oder halt jeden zweiten Monat, jeden dritten Monat teilweise ein gewisser Betrag für das Unternehmen aufgebraucht wird, also eine Aktie gekauft wird, über einen Sparpläne. Oder halt mehrere Tranchen kann man das halt machen. Das habe ich ja jetzt vor kurzem mit Bayer gemacht. Das ist eine kleine Kurskorrektur gewesen. Durch diese schlechten Nachrichten mit Monsanto und so habe ich das halt mal genutzt. Und zwar zeige ich euch das mal, wie ich das an Bayer gemacht habe. Ich habe hier den ersten Kauf für 105 Euro getätigt. Dann den zweiten Kauf für 97 Euro. Das war im Februar, wo es ein bisschen runtergegangen ist. Habe ich da ein bisschen nochmal nachgeholt. Dann der dritte Kauf war dann im August. Da wurde halt die Monsanto verklagt wurde und Bayer hat sie übernommen und dadurch ist der Kurs wieder gefallen. Da habe ich für 85 Euro gekriegt und jetzt der vierte Kauf war dann jetzt im September für 72 Euro. Die lagen teilweise auch schon bei 70 Euro und wie ich auch schon in den letzten Videos erklärt hatte, würde ich auch wahrscheinlich bei 60 Euro wieder nochmal die letzte Tranche nochmal dafür ausgeben. Also ich habe also gesagt maximal 5 Mal, dass meine Summe dann, ich hatte eine bestimmte Summe gehabt und die habe ich in 5 Teile aufgeteilt. Und 4 habe ich jetzt mittlerweile verbraucht, eine hätte ich noch, aber die muss nicht ausgegeben werden, wenn es nicht nötig ist. So, ja, und derzeit stehen wir wieder bei 76 Euro und teilweise waren wir bei 70 Euro quasi. Und so habe ich das halt quasi in 4 Tranchen aufgeteilt
Und das Ganze würde ich auch in einer Krise machen. Also ich würde nicht sofort meine ganze Cash-Reserve für die Sachen ausgeben, sondern wirklich nur immer einen kleinen Teil, immer wieder, jeden Monat oder jeden dritten Monat, wie gesagt, darauf, ja, also in Tranchen halt quasi oder als Sparplan halt. Ja, so, das nächste ist natürlich die Bedeutung der Börsennachrichten. Das ist auch mal so ein Punkt, wenn es natürlich, ich sag mal, am Markt nicht so gut läuft und die Kurse, die gehen, die fallen, also es ist ein Bärenmarkt quasi, und dann werden die Börsennachrichten auch halt nur negative Schlagzeilen bringen. Und da sollte man halt aufpassen, was man wirklich lesen tut und wie man das halt aufnimmt. Da sollte man halt wirklich also das ganze Streuen ein bisschen halt, also nicht streuen, sondern halt heraussuchen, was einem wichtig ist und nicht, was es eigentlich wirklich dieses verrückt machen. Und das ist natürlich auch sehr, sehr wichtig, dass man da nicht zu viel Bedeutung an diesen Börsennachrichten halt gibt, weil sonst wird das nicht funktionieren, das Ganze. Ja, dann kommt die Asset Allocation und die Diversifikation. Ja. So, das Portfolio sollte natürlich gut breit gestreut sein, sage ich mal. Und auf die Asset Allocation halt sollte man wirklich drauf achten. Ja, wenn man natürlich immer nur in eine einzige Anlageklasse investiert, dann ist das natürlich das Risiko viel höher, und deswegen sollte man einfach versuchen, nicht nur das ganze Geld in Immobilien zu stecken oder in Gold oder halt in eine Aktie. Man soll das dann wirklich halt etwas breiter streuen, also mehrere Immobilien oder halt mehrere Plätze, halt nicht nur Gold, dazu auch Silber nehmen, auch einige Aktien, halt Anleihen. Man könnte auch Rohstoffe dazu nehmen, halt wie gesagt, nicht nur eine Aktie, sondern wirklich 20 oder so halt. Also da sollte man halt darauf achten, dass die Diversifikation halt auch gegeben ist. Das ist wichtig. Ja, dann ist natürlich Geduld und Ausdauer ist natürlich sehr, sehr wichtig bei diesem Prinzip. Denn der lange Anlagehorizont, der entscheidet im Endeffekt. Also ich persönlich betreibe ja Buy and Hold. Das Ganze mit einer Dividendenstrategie. Also mein Depot gibt es ja, wie ihr schon mehrere Videos gesehen habt oder wenn ihr schon gelesen auf meinem Blog habt, gibt es ja Unternehmen, die eine hohe Dividendenrendite auszahlen. Erstens in der Dividendenstrategie. Dann zweitens habe ich auch Unternehmen mit einem Wachstumspotenzial, die nur eine kleine Dividendenrendite zurzeit auszahlen, aber die das Potenzial haben für größere. Und auch einige Aristokraten, so wie zum Beispiel Coca-Cola oder halt Colgate, Procter & Gamble habe ich auch halt. Das sind also, ich habe wirklich alle drei Klassen in der Dividendenstrategie, wirklich, die ich dann benutze halt. Ja, und je länger man halt die Aktien dann hält, desto stärker macht sich auch der Zinseszinseffekt bemerkbar. Und deswegen halt dieses Buy and Hold. Und zudem möchte ich ja mit meiner Strategie ein regelmäßiges Cashflow aufbauen. Und deswegen habe ich gar nicht vor, die Sachen zu verkaufen. Natürlich gibt es Möglichkeiten oder halt Prozedere, wo man sagen muss, jetzt verkaufe ich halt das Unternehmen, wenn zum Beispiel das Unternehmen keine Dividende mehr zahlt und man hat es wegen der Dividende auch erworben quasi. Dann ist es natürlich wichtig zu sagen, nee, jetzt brauche ich das halt nicht mehr, jetzt muss es halt raus und solche Sachen. Das kann halt immer passieren, aber im Großen und Ganzen habe ich halt Buy and Hold. Ja, und das sind halt diese 5, 6 Punkte, auf die man halt achten sollte und lernen. Also wie gesagt, die Chance bei einer Krise, dann die Liquiditätsreserve für alle Fälle sollte man sich anlegen für diese Krisen. Der Investitionszeitpunkt, also die Geldreserven sollten nicht sofort ausgegeben werden. Dann viertens die Bedeutung der Börsennachrichten beachten. Also man sollte das nicht so viel gewichten, diese ganzen Börsennachrichten. Dann die Asset Allocation darauf achten. Und sechstens Geduld und Ausdauer wird benötigt. Also um das Ganze Effektivität zu geben, also muss halt dieser Zinseffekt natürlich nach einer Anlagehorizont natürlich entscheidet das Ganze dann. Ja, das sind dann die 6 Punkte, wie ich mich halt auf den oder wie man sich halt so auf die Krise halt vorbereiten kann. Und man kann sich natürlich die Sachen auch durchlesen im Jahr 2000, im Jahr 2008, wie die Krise war. Und man sagt ja immer so,
die Krise, die kommt und die geht auch irgendwann halt wieder. Denn wie gesagt, nach einem Winter kommt auch der Sommer. Und wenn es mal nicht davon, also wenn die Krise nicht, wenn die Krise nicht weggehen sollte quasi, dann wäre sowieso alles egal. Also dann deswegen, also kann man davon ausgehen, dass nach einer Krise wieder die Kurse wieder steigen werden. Und ja, und deswegen sollte man sich darauf halt vorbereiten, so sehe ich das halt. Ja, und wir sagen dann bis zum nächsten Mal und machen wir hier mal den Stopp. So, ciao.